Soll ich jetzt die Geschichte erzählen, wie das damals war, als wir angefangen haben? Lieber nicht, oder? Ich erzähle sie, ich stehe dazu, weil ich kann mich ja auch mal täuschen. Der junge Mann war bei mir in der Jugendgruppe bei Renault und sollte was lernen als 18-Jähriger. Bleich, dünn und, ja, und Christian ja auch natürlich. Und dann habe ich zu ihm dann sagen können, nach einem Tag begucken und nach Überschlag, es wäre gut, Herr Strizek, wenn Sie nach Hause gingen und Tischtennis spielen, Fußball, Golf oder was auch immer. Das ist nichts für Sie, aus Ihnen wird nichts. Da habe ich mich mal richtig getäuscht, was? Ja, ich bin in dem Jahr dann deutscher Meister geworden. Und das Allergrößte, das konnte ich mir dann auch nicht verkneifen. Da gab es ein wunderschönes Bild und das habe ich dem Rainer dann zum Jahresende geschenkt. Und auf dem stand, lieber Rainer, in der Hoffnung, dass du dich noch häufiger in deinem Leben irrst. So. Und damals haben wir es wirklich geparkt. Wir sind deutscher Meister geworden und haben eine tolle Karriere hingelegt, oder? Dank deiner Hilfe auch. Erster DTM-Sieger, 84. Da hat alles angefangen. Das Bild hängt noch in meinem Büro mit Rahmen. Da gucke ich gerne drauf. Und wenn ich hier meinen anderen Kandidaten, den Christian, dann, Herr Christian, komm da auch mal her. Komm mal her. Meinen anderen Kandidaten, dem ich an gleicher Stelle gesagt habe, junger Mann, so geht das nicht. Ja, und er ganz respektvoll bei mir stand und sagte, ja, was habe ich denn verkehrt gemacht? Dann habe ich ihm das alles erklärt und habe gesagt, Christian, so kann man keine Autorennen gewinnen. Aber auch aus ihm ist was geworden. Ich habe ihn zwar zweimal an einem Wochenende auf dem Dach liegen sehen, aber nun ja, Salzburg, Fahrerlagerkurve, schöne Geschichte, gell? Also der Nachteil an Rainer Braun ist, dass er immer die Geschichten auftischt. Ich glaube, der Volker wird mit mir einer Meinung sein, die man nicht unbedingt immer hören will. Ja, ich habe mich einmal am Donnerstagnachmittag überschlagen in der Fahrerlagerkurve und ja, ich habe mich dann mit einem neu organisierten Auto am Samstag im Training wieder überschlagen. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, an derselben Stelle. Er ist einfach furchtbar. Aber das hat mich nicht wirklich beeindruckt, weil ich war mir sicher, an mir kann es ja nicht gelegen haben. Also ich sehe schon, wir unterhalten Sie hier gut mit der Siegerehrung. Es hat noch ein bisschen Zeit, gell? Bis wir das alles geklärt haben, wie das in den Klassen ist. Also Christian, ich muss ja sagen, ich habe ja deine ganze Laufbahn dann auch in der DTM verfolgt und auch über die ganzen Zwischenstationen. Schaffen wir das bloß nicht fort, Volker, gell? Und wir haben ja auch das Vergnügen gehabt, einmal tatsächlich am Mikrofon zusammenzuarbeiten beim Großen Preis von Japan, als der Kollege Wasser erkrankt war. Und dann wurde ich dahin dirigiert und hatte wirklich die Hosen gestrichen voll. Mein DTM kommentieren ist eine schöne Sache, aber Formel 1 kommentieren habe ich noch nie vorher gemacht. Und da wirst du ins kalte Wasser geworfen. Aber er hier war meine Lebensversicherung. Wir haben einfach gesagt, Christian, du machst alles, was Technik ist und ich mache alles, was ich sehe. Ende aus. Und es hat funktioniert. Ja, das hat gut funktioniert, hat Spaß gemacht. Und ich meine, ich weiß ja nicht, inwieweit ihr Formel 1 guckt bei uns. Jedes Wochenende. Okay, dann ist gut. Die Geschichte ist halt immer wieder dieselbe. Es ist nie gleich. Es ist immer doch wieder anders. Und deswegen macht es nach wie vor so Spaß. Und es ist, und das können die meisten von euch nicht richtig beurteilen, aber im Endeffekt ist es so, das, was ihr hier heute macht, ist auch nicht anders als das, was die Jungs in Monza machen, indem sie da mit 300 die gerade runterfahren, ist nichts anders als das, was wir heute alle gemeinsam gemacht haben, auf der Start- und Zielgeraden, in die Schikane und so weiter. Gibt es keinen Unterschied. Natürlich ist es ein bisschen schneller, aber auch daran gewöhnt man sich. Volker, kommst du nächstes Jahr wieder? Ja, ich weiß nicht, ob ich noch mal sehen will nach dem Fauxpas von heute, aber ich hab schon mal so einen Bockmist gebaut. Die Geschichte erzähle ich gerne, weil Christian gerade hier neben steht. Wir sind DTM in Donningen gefahren und das Rennen war abgewunken. Dummerweise war derjenige, der abgewunken hat, so hoch, dass ich ihn nicht gesehen habe. Und sehe vor mir den Alpha von Christian Dannam. Den kriegst du noch, der fährt so langsam. Und dann fahre ich wirklich in die Kurve, in den Windall und boxe ihn noch ins Kiesbett. Und das war die Auslaufrunde, deswegen war er so langsam. Das war genauso peinlich. Also ich sehe schon, hier kommen die tollsten Geschichten jetzt auf den Tisch. Jetzt machen wir mit dem Klaus gleich weiter, der ein bisschen traurig ist, weil tolles Rennen, wunderbare erste Hälfte gefahren. Der Kollege hat dann leider Pech gehabt in der zweiten Abteilung und hatte Kollision gehabt mit dem BMW vom Dr. Vogt. Da blutet einem das Herz, wenn man das sieht. Und vor allem auch, was an den Autos kaputt gegangen ist. Es ist ja alles nicht einfach, das wieder herzurichten. Aber du, ich muss sagen, mein lieber Klaus, es geht noch immer, wie beim Christian. Was man einmal kann, das funktioniert auch, wenn man 70 oder 80 ist. Entschuldigung, 60. Ein Stock. Wie hat es dir gefallen?
Ja, wunderbar. Es war ganz toll und es tut mir auch wahnsinnig leid für den Markus. Ich meine, passiert halt eben. Aber keiner hat sich wehgetan. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, beide Autos sind reparabel. Es geht also und ich habe eben Christian zugehört. Mir hat es genauso viel Spaß gemacht. Es war eine Riesenfreude, mit diesem Spielzeug da rumzudriften und zu machen und gegen den Volker so ein bisschen zu kämpfen. Ja, war toll. Bin gerne bei euch gewesen und ich hoffe, nächstes Jahr kommen wir nochmal wieder, alle Mann. Ne? Was hat man denn so, ja, was hat man denn so an Gänsehaut, wenn man in sein eigenes Auto steigt, aus dem 92er Mercedes Evo 2, und an die Nordschleife denkt, vor 25 Jahren, dieses große Duell mit Johnny Cecotto, ihr habt die Fernsehgeschichte die Woche gemacht, ich habe es im Frühmagazin gesehen, da kriegst du schon Gänsehaut, wenn du das plötzlich siehst, die zwei, 25 Jahre älter, sehen aber im Prinzip noch genauso aus, man erkennt sie sofort und man weiß genau, was da passiert ist damals, das war ein Rennen, das war einfach ein Herzschlagfinale. Ja, zweifellos. Es war ein tolles Rennen. Wir haben das jetzt, wie gesagt, nachgedreht. Das Auto steht da hinten, mit dem ich gefahren bin. Das ist ein Auto von Thorsten. Super, auch ein super, super, super schönes Auto. Toll vorbereitet. Vielen Dank auch nochmal Thorsten für diese tollen Aufnahmen. Außer, dass da Hancock-Reifen drauf waren. War alles original. Und dafür hast du heute die Strafe gekriegt. Hallo, hallo, hallo. Ja. Was war nochmal die Frage? Siehst du mein Alter? Also 67 gehen nicht vor, sondern einfach rüber, Christian. Ja, du hast dieses Rennen damals. Das ist jetzt her, das Teil. Ja, eins von vielen Rennen. Also der Christian und wir sind so viele Rennen gefahren. Ein Jahr später fuhr ich dann gegen diese Allradfahrer. Gegen Larini. Ja, und da hast du einen Scheiß geredet. Muss ja heute einfach eine Batsche geben. Ich fuhr mit einem kleinen Vierzylinderchen, der fuhr mit diesem, haben wir ja heute gesehen, Hammer-Sechszylinder, Allradantrieb, war nur 30 Kilo schwerer, ich hatte aber Blei im Auto, weil ich vorher ein paar Mal, und du hattest absolut 0,0 Chance. Da sagt er, was ist mit dem Ludwig los? Nein, ich habe was anderes gesagt, König Ludwig wird rasiert, habe ich gesagt. Das war so ähnlich, als wenn in der Formel 1 mit irgendeinem Beckmarker-Auto fährst. Du hattest absolut keine Chance. Ich weiß das ja, aber man muss halt ein bisschen Show machen. Jetzt nimmt er mir das letzte Blatt weg. Kollege Stadler hat mir ein anderes Blatt noch. Wo ist das? Wo die Punkte drauf sind. Alle Blätter weg. Ist schon wieder weg. Ah, da ist es. Gut. So, also Kinders, für mich war das heute wirklich ein großes Vergnügen, das mit euch zu machen. Und wenn mich da die Organisatoren nächstes Jahr wieder einladen, als Gastkommentator dabei zu sein, dann mache ich das wieder sehr gerne, weil es war für mich auch... Die Christa Haas muss ich entschuldigen. Ja, danke. Die Christa Haas muss ich entschuldigen. Die wäre gerne hier gewesen. Die hat einen Segeltörn mit ihrem Mann, den hat sie auch verdient. Und der dauert noch ein bisschen. Die wird vermutlich auch nicht in Hockenheim sein. Ich übrigens leider auch nicht. Andere wichtige Termine, aber dann im nächsten Jahr. Es wird mich der Kollege Carsten Krohme einerseits und zum anderen Seits auch der Dirk Johe vertreten, ein lieber netter Kollege, der das alles genauso gut kann wie ich und alles ist gut und ihr werdet Freude haben beim Finale und ich hoffe im nächsten Jahr, was Ellen, komm mal hierher, sofort, bitte. Danke für den Hinweis, es wird hier immer lustiger. Ellen, meine alte Jugendfreundin. Wir haben uns geliebt, gell? Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist das typisch, ne? Das knutscht erst die anderen ab und dann kommen sie zum Schluss zu mir. Ne? Was haben wir uns gefetzt, Mädchen? Ha? War schön, ne? Ich habe dich heute bei der ARD gehört. Du bist super gewesen, wie eh und je. Hast die Dinge wunderbar im Griff gehabt. Alles gut. Und jetzt habe ich gesehen, dass mit deinem Auto der Herr Stadler fährt. 94er Auto, wird wahrscheinlich sogar Champion. Moment. Hallo, was ist? Willst du auch noch, oder wie? Kennt Ellie eigentlich die Geschichte von ihrem Sitz? Kennt die Ellie die Geschichte von ihrem Sitz? Erzähl du sie doch, Klaus. Kennst du die? Erzähl doch mal. Erzähl sie. Ja, der Thorsten hat ja das Auto, wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Ja. Sensationell vorbereitet und hat irgendwie auf Umwegen, das ist ja wirklich alles super original, bei irgendeinem Mechaniker, der hatte sich meinen Originalsitz unter den Nagel gerissen. Wer war das? Was? Ja, so ein Schreibtischsitz, das wusste ich gar nicht. Dann den auch noch zurückgekauft, Wahnsinn. Wobei, Thorsten, ich muss sagen, wann war das hier nicht Ultima Grand Prix, sondern davor, als ihr hier gefahren seid und du so gut gefahren bist und so weit vorne gelandet bist, saß ich auf der Tribüne und um mich rum die Leute, boah, die hat es aber noch drauf. Ne? Das war super.
heute war ich damit nicht so happy. Das darf man als Tabellenführer, darf man auch mal einen Ausrutscher haben. Auf jeden Fall, liebe Ellen, unvergessen, der einzige Sieg einer schnellen Frau in der DTM 92 Hockenheim gegen Keke Rosberg. Was hat der Finne sich geärgert? Ich sehe ihn heute noch vor mir. Unglaublich. Im zweiten Lauf hat er dich einen Dreck geschickt, ne? Ja. Viel wichtiger ist, habt ihr jetzt inzwischen mal geklärt, warum der Volker 46 Mal durch die Box fahren musste? Ja, haben wir besprochen vorhin. Ist alles erklärt, ist alles besprochen. Ich habe es auch nicht glauben mögen, aber es ist wirklich so. Volker. Wann kommst du mit dem Calibra? Ich habe ihn heute schon gesagt, den muss er holen. Einer, die Geschichte ist nicht so ganz richtig. Wir haben über den Calibra gesprochen und ich habe damals gesagt, ich fände das auch geil, wenn dieses Auto kommt. Aber das Auto ist wirklich im Museum bei meinen Kollegen. Das Auto ist in Wirklichkeit nicht fahrbereit. Und in der jetzigen Situation, wo wir uns befinden, wo wir uns komplett neu aufstellen müssen, wir haben seit wenigen Wochen eine neue Mutter, wir sind unter dem PSA-Konzern jetzt eingegliedert worden. Meine Kollegen haben momentan und ich in Wirklichkeit auch ganz andere Sorgen zurzeit, als uns leider um den Calibra zu kümmern. Ich würde das Auto sehr, sehr gerne hier sehen, egal wer entfährt, einfach das Auto hier zu haben. Aber man muss da ganz, ganz ehrlich sein, ich momentan sehe zumindest mal in der nahen Zukunft keine realistische Chance. Aber wer weiß, was uns noch einfällt. Du weißt, ich habe ja auch immer Ideen und manchmal bin ich auch ein bisschen verrückt. Christian hat es ja vorhin auch geschildert. Das ist, wer weiß, was wir da noch zusammenbasteln können. Gerade die DTM Classic oder die Tourenwagen Classic, bin heute ja schon einmal korrigiert worden. Wo ist der Ralf Bahr? Genau, hat es verdient, dass solche Autos ganz einfach kommen. Mal schauen, was wir uns da noch einfallen lassen können. Ich möchte es nur nicht versprechen. Und so leid es mir tut, jeder würde gerne den Cliff Calibra sehen. Ich sehe ihn jeden Tag im Museum, weil das Museum ist genau gegenüber meines Büros. Und, aber trotzdem, schauen wir einfach mal. Ich glaube, der Omega ist auch geil, oder? Ja. Oder? Also ich muss Ihnen sagen, liebe Fans und liebe Gäste. Das mit dem Omega war auch geil, hat er aber bei der Premiere in Zolder damals nicht so gesehen. Das ist ein anderes Kapitel. Also ich muss Ihnen sagen, es ist unglaublich, wenn Sie sowas planen und bestellen würden, dass sie so vier Superstars aus der alten DTM hierher kriegen, dann ist das ein Riesenproblem. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Das haben wir hier aus dem Boden gestampft. Einfach so. Ich bin begeistert. Jungs, habt ihr toll gemacht. Auch liebe Ellen. Supi. Haben wir noch einen? Noch einer da? Ja, danke. Wo ist der Stefan Rupp? Ich mache jetzt hier einfach mal ein bisschen Zirkus, bis ich ein Ergebnis... Ja, ich warte auf ein Ergebnis, auf ein richtiges. Nein, das ist nochmal korrigiert worden. Da haben einige wohl die Boxenpause ausgelassen. Ja. So, jetzt haben wir hier den Mann, der nicht nur einen schnellen Alpha hat und mit dem Christian gewonnen hat. Ja, guck, jetzt herzen die sich erst wieder, die zwei. Christian und alle ziehen sich zurück. Klaus auch. Wir zwei machen jetzt mal eine eigene Geschichte, denn ich habe ja so mitgelitten bei den ganzen Ausfällen. Es war grauselig. Und jetzt bin ich wirklich froh, dass das zweimal geklappt hat. Und dazu auch noch, wie ich mir habe sagen lassen, Teilsponsor der Serie ab sofort mit dem Logo des britischen Fußballvereins, dritte Liga, in der Nähe von Manchester ist der zu Hause. Die spielen besser als die Kölner im Moment, die haben schon wieder verloren, 3-0 gegen Augsburg, so geht das immer weiter. Ja, und das finde ich also toll, dass Sie sich jetzt auch noch als Sponsor engagieren in dieser Serie. Wird ihr gut tun? Ja, also ich glaube, dass die Serie hat es einfach verdient. Ihr habt es ja vorher schon erwähnt, also der Ralf Bahr und der Alex Ferreira und der Marc Hessel, die machen da wirklich einen tollen Job. Also ich glaube, da ist jetzt was Einmaliges entstanden und da muss man jetzt einfach drauf aufbauen. Ja? Also letztendlich geht es jetzt einfach mal darum, dass man sie konsolidiert, ja? Dass das Qualitätsniveau, das wir jetzt haben, ja? Erhalten bleibt oder beziehungsweise noch gesteigert wird. Ja? Und dann haben wir wirklich eine Plattform für die Autos, für die wir damals alle als Teenager gebrannt haben. Ja? Also geht mir ja nicht anders. Also irgendwann hat mich das mal infiziert und das ist wahrscheinlich auch schon 25 oder 30 Jahre her. Und jetzt stehe ich hier. Ja? Also kommt ja nicht von ungefähr. Also ich sage auf jeden Fall Glückwunsch zum heutigen Sieg gemeinsam mit Christian und für die Tabellenführung wird es wohl nicht mehr reichen, aber es wird für einen Ehrenplatz und für einen Achtungserfolg zum Ende doch noch passen. Unter die ersten 5, 6 sollten wir kommen. Jetzt kommt der Herr Ferreira und hat ein neues Ergebnis. Jetzt wird alles gut. Jetzt habe ich die Zeit aber wirklich locker überbrückt. Da muss ich noch eine Nachforderung stellen heute. Nix da. Ich mache das eh zum Freundschaftspreis aus Spaß und Jux und Dollerei. Weil das kannst du nur noch machen, wenn du dafür eine Begeisterung empfindest. Als ein
normales Geschäft kannst du da gar nicht mehr abschließen. Das machst du entweder, weil du es machen willst und weil du die Leute gut findest, oder du lässt es und bleibst daheim. So einfach ist das. So, jetzt, ach, von Hand geschrieben, das ist ja was ganz Neues. Na gut, okay. Also, wir fangen mit Klasse 5 an. Da werden 3 Positionen vergeben. Platz 1, Janis Berndt. Auch noch Geburtstagskind heute. Wird, glaube ich, 36, wenn mich nicht alles kommt.